Wenn du vorhin das mit der Aggressivität gefragt hast, dann muss ich schon, muss man also schon mal sagen, die ganze Gesprächskultur hier draußen ist ein wenig abgeflaut. Man hat das auch eben gesehen. Die Idee war ja doch wohl mal, dass hier jeder willkommen sein sollte. Und wenn man sich erinnert, ich war ja von Anfang an dabei, dann war das früher in der ersten Phase hier schon so, dass sich jeder für jeden wahnsinnig interessiert hat. Ich weiß noch, wie wir hier immer saßen, da war natürlich auch so eine Kraft drin wegen einer Anfangseuphorie, wie wir hier immer gesessen haben. Ewig viele waren immer da. Was es sicher auch eine Rolle spielte, dass man wirklich offener war, denke ich auch, dass anfangs immer auch Kinder da waren. Natürlich sind solche Zusammenhänge dann auch irgendwann weggebrochen. Klar, wenn du Kinder hast, brauchst du irgendwann so eine Zentralperspektive, weil immer Menschen da sind, die wahnsinnig lernen. Kinder eben. Dann hast du auch einen Wissensdrang, das Bedürfnis zu lernen. Daraus entwickelt sich dann aber auch ein ganz natürliches Bedürfnis nach einer gewissen Sicherheit, die die Leute dann nicht mehr hier gesehen haben. Für mich ist das wie ein Kreislauf. Aus Kindern entsteht der Sicherheitswunsch und dann wird die Familie zur Utopie und aber gleichzeitig auch zur Brutstätte ganz persönlicher Einzelutopien. Und dann sieht man das Ganze, was hier läuft, sieht man das dann anders. Weil in diesem familiären Kreislauf wirkt der Versuch einer alternativen Lebensgemeinschaft ja eher hemmend, weil man immer noch die ganz aktuelle Vision der Kommune mitdenken muss. Da bleibt keine Energie mehr übrig. Das ist ein ganz natürlicher Erosionsprozess, wie in ganz vielen verschiedenen Gesellschaftsentwürfen immer wieder vorkommt. Da müssen wir uns auch nichts vorwerfen, dass wir in der Hinsicht hier draußen viel falsch gemacht hätten oder so. Was wir uns aber vorwerfen müssen, ist, dass allmählich hier draußen ein Zustand einkehrt, indem wir uns nicht mehr wahrnehmen. Ich nehme mich da auch gar nicht aus, aber wenn daraus langsam aber sicher ein Zustand des parallel anonymen Nebeneinanderhers wird, dann nehme ich, dass das sehr traurig war.